Naja, es gibt immer was zu tun. Wieder mal aus aktuellem Anlass habe ich mich mal mit Parabeln und deren Konstruktion bzw. Konstruktion des Brennpunktes beschäftigen müssen. Aber ich habe es auch gerne gemacht, denn es kamen ein paar interessante Aspekte heraus für die einerseits für die fürs Gymnasium überhaupt und nicht nur das, sondern man kann allerlei verrückte Dinge damit anstellen. Kommen wir nochmal zur Definition von Parabeln. Da gilt Folgendes. Also ich mache das mal so, ich zeichne mal schnell hier noch ein paar Linien ein. Nehmen wir mal an, wir hätten hier diese Parabel gegeben. Ich habe die mal schon reinkopiert und ich zeichne mal hier die X-Achse. Ich deute die mal an und machen wir diese gerade A, machen wir die zur Y-Achse oder von X-Achse. Dann gilt grundsätzlich erstmal auch ohne Koordinatensystem Folgendes. Wenn ich mir noch eine sogenannte Leitlinie, ich nenne sie mal L, das könnte durchaus eine Funktion heißen, sein, die könnte L von x heißen, aber da komme ich dann gleich drauf. Wenn es also so eine sogenannte Leitlinie, auf Konstruktion verzichte ich jetzt, zur Parabel gibt. Hier unten habe ich den Scheitelpunkt. Hier war er A benannt, ich nenne mal S jetzt, also der Einfachheit halber. Und ich lege mir hier einen bestimmten Punkt P. Hier ist schon einer festgelegt. Ich lege mir hier einen bestimmten Punkt P fest und betrachte den Abstand dieses Punktes P von der sogenannten Leitlinie. Abstand, in diesem Fall senkrecht, wie man auch Höhen zeichnet. Dann bezeichne ich mal diese Strecke als P, also mache ich das P mal hier ran. Der Abstand von P zu L. Und jede Parabel hat einen Brennpunkt und diesen Brennpunkt nennen wir den F, wie Fokus. Dann gilt noch was, dann gilt auch, jetzt wird das Zeichnen wieder ein bisschen um die Ecke schwierig, dann gilt auch, dass diese Strecke, also der Abstand von P zu F, Strecke würde ich anders bezeichnen, dass die beiden Abstände gleich sind. Also es gilt, der Abstand von P zu L ist genauso lang wie der Abstand von P zu F. Das bloß mal nebenbei. Das kann ich jetzt auch mal für einen anderen Punkt machen. Nennen wir das mal praktischerweise, ich mache es mal in dieser Farbe. Ich nehme mal einen Punkt, der nennen wir ihn einfach mal, jetzt haben wir P, F, nennen wir ihn M. Den Punkt nenne ich M. Und den habe ich so gewählt, dass der praktisch waagerecht, x-wertmäßig und y-wertmäßig, also y-wertmäßig, dass er praktisch auf der Höhe von Punkt F ist, dann habe ich hier eine Strecke und hier eine Strecke. Jetzt sieht man das hier nicht so schön, ich habe mich ein bisschen vermalt, aber dann gilt Folgendes. Dann gelten auch, nennen wir diese Strecken mal klein p, also das hier ist auch klein p, die sind in diesem Fall auch gleich. Also so, das ist jetzt keine mathematische Besonderheit. Ich könnte auch dazu sagen, Abstand von F zu M ist genauso wie der Abstand von M zur Leitlinie. So, gilt auch. Noch was. Wenn dem wirklich so ist, es gilt nämlich noch Folgendes. Die Leitlinie ist nämlich so, hat diesen Abstand zufälligerweise vom Scheitelpunkt, wie der Scheitelpunkt zu F hat. Das heißt also, ich könnte hier, das mache ich mal wieder in Rot, könnte ich hier also auch klein p halbe dazu sagen. Klein p halbe. Das ist ein interessanter Aspekt. Also die Leitlinie ist praktisch immer genauso weit vom Abstand, abstandsmäßig so weit von der, vom Scheitelpunkt wie F, der Fokus der Parabel auch. Das werden wir vielleicht noch brauchen. Daraus ergeben sich nämlich ein paar interessante Aspekte. Es gibt noch was. Man könnte auch sagen, dieser Abstand hier. Ich mache mal. Der ist ja auch klein p. Und demzufolge, naja, wir kommen da noch drauf. Ich habe mal in einem, diese Parabel habe ich einer österreichischen Seite, einer Hochschule entnommen. Und zwar geht es um die Konstruktion, und das hat mich eigentlich fasziniert, um die Konstruktion einer Tangenten anliegend in dem Punkt P. Und jetzt sind wir wieder im
Thema Gymnasium, jetzt sind wir auch bei Ableitungen und so weiter und so fort. Die haben das wie folgt vorgeschlagen und ich finde das sehr interessant insofern, dass man sagt, gut, als erster Schritt, durch P zeichnen wir, durch den Punkt P, der uns interessiert, zeichnen wir eine Senkrechte. Senkrechte zeichnen. Oh, na, das war nicht schön. Senkrechte. Und zwar senkrechte parallel zur Spiegelachse. In diesem Fall nenne ich die mal klein a. Wenn ich das habe, das wäre also der erste Schritt. Dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich senkrecht dazu. Also mit dem Senkrecht habe ich es heute. Senkrecht dazu, zu dieser neuen Senkrechten. Und zwar genau durch den Scheitelpunkt und durch den Scheitelpunkt eine weitere Gerade zeichnen. So, wenn man das hat, dann wird es interessant. Dann sagen die, jetzt könnte man Folgendes machen. Jetzt könnte man diese Strecke, die sich hier ergeben hat, hier heißt der Punkt mal D und A, könnte man diese halbieren. Also hier hätte ich ein halbes und hier ein halbes Stückchen Strecke. Hier und hier. Das sind jeweils genau halbiert. Und dann kommt's. Dann legt man durch den Punkt P und durch dieses halbierte Stückchen, ich mach's mal in dieser Farbe, durch den Punkt P, legt man einfach das Lineal an und zeichnet eine Gerade. Und das soll genau die Tangente bilden. Das heißt, die Tangente, ich habe es jetzt nicht schick gemacht, ich versuche es nochmal besser. Schwupp. Dann soll die Tangente, bezogen auf der normalen, die senkrecht auf der Tangente steht, soll die praktisch so liegen, dass er hier und hier gleiche Winkel hat. Na, und das wird sehr interessant insofern, dass wir uns damit gleich beschäftigen. Ich werde vielleicht zu dem Bildchen nochmal zurückkommen. Ich habe hier mir diesen Konstruktionsschritt schon mal ein bisschen besser vorbereitet und habe mich gefragt, ist denn das immer so? Also ist denn das immer so, dass ich sage, die Tangente selber lässt sich exakt und vor allem gleich richtig so konstruieren, dass ich hier diesen Abstand halbiere. Ja, hier in grün, hier unten, diese zwei geschweiften Klammern sieht man. Und von dem halben Punkt nennen wir ihn H. Bis zu P das Lineal anlege und dann einfach eine Gerade ziehe. Das habe ich versucht mal anders darzustellen. Wenn wir zu dieser Kurve wirklich sagen, f von x sei x Quadrat. Und wir bezeichnen diese neu entstandene Linie gleich mal als x-Achse und diese als f von x-Achse oder y-Achse. Dann gelten bestimmte Beziehungen und darauf kommt es jetzt an. Jetzt müssten wir uns mal überlegen, was kann man tun, um diesen Nachweis wirklich zu liefern. Und zwar ganz allgemein. Wir werden es dann erst mit Zahlen füllen, wenn wir es allgemein aufgestellt haben. Es gilt Folgendes. Wenn ich im Punkt P, also f von x heißt x Quadrat, demzufolge heißt f' von x gleich 2x. So, wenn ich aber mich auf genau P beziehe, dann ergeben sich nämlich noch ein paar andere kleine Dinge. Dann ergibt sich Folgendes, und zwar die Tangente, t von x genannt jetzt, t wie Tangente, ne? Die Tangente, aber nur für diesen Punkt P, nämlich von xP, ergibt sich aus, jetzt kommt die erste Ableitung, also die Tangentengleichung, y ist gleich mx plus n, so wie früher. Indem ich hier vorne einsetze, wie hoch ist der Anstieg in dem Punkt P? Also kann ich sagen, das ist der Anstieg f' von xP, nämlich genau von diesem Punkt. Sonst gilt eine andere Gerade. Wenn ich das hier unten mache, habe ich eine ganz andere Gerade. Mal x. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie weit geht denn, wo ist denn mein y0? Y0 dieser Geraden,
dieser grünen Geraden, wo schneidet praktisch, wenn x 0 ist, wo schneidet die y-Achse? Und das muss ich mir irgendwie dahinter basteln. Das heißt also, in diesem Fall kann ich Folgendes sagen, und ich werde es gleich beweisen. Das ist, wenn ich mir jetzt, nee, machen wir es in hellgrün, wenn ich mir jetzt dieses Dreieck anschaue und dieses Dreieck hier, dann ist was auffällig. Die beiden sind, wenn ich sie entsprechend, die sind nur gedreht, also beide sind kongruent, weil sie erstens in ihren Winkeln übereinstimmen und zweitens hier unten noch eine Seite gleich haben. Dann klappt das, dann kann ich nämlich sagen, dann ist y0 genauso groß wie der umgekehrte Wert von, wenn ich mir das hier rüberziehe mal, hier ergibt sich f von xp. Und dann bin ich in einer feinen Lage. Ich schreibe das mal auch in hellgrün hier hinter. Minus also, na, der umgekehrte Wert f von xp. Jetzt habe ich eine Tangentengleichung, die gilt nur jeweils für einen entsprechenden Punkt, nur für einen einzigen Punkt, die sich zusammensetzt aus, ich schreibe mal die alte Form hin, wie wir sie früher kannten. Also früher haben wir ja für, in der Schule haben wir ja geschrieben, y ist gleich m, das war der Anstieg, mal x plus n. N war der y-Achsenabschnitt, der konnte positiv oder negativ sein. Und m als Anstieg und das x, also das war mal die allgemeine Form früher. Und jetzt haben wir die allgemeine Form auf diesen einen Fall, beziehungsweise auf jeden einzelnen Fall, für jeden Punkt p, den ich hier auf der Kurve wählen kann, haben wir das so gemacht, dass ich gesagt habe, das hier, der Anstieg, ergibt sich ja für den genauen Wert in p, für f' von xp, ne, das ist die erste Ableitung. Und das hier ist der normale x-Wert. Und hier hinten habe ich mein plus n. Und zwar das Umgekehrte von f von xp. So, und jetzt können wir das mal ausprobieren. Wir machen mal ein Beispiel. Mal sehen. Beispiel. Nehmen wir mal an, es sieht so aus. Die gleiche Gleichung gilt, x sei 3. Ne, machen wir mal minus 3, dann sieht das hier, fällt das hier besser auf, weil das ja hier ein negativer Anstieg ist. Demzufolge ist f' dann, gucken wir uns mal die Formel, f' brauchen wir, f von x brauchen wir auch, also fangen wir mit f von x an. F von minus 3 ist demzufolge, minus mal minus ergibt plus 9. Und f' von x, also von diesem x hier, genau, ist in diesem Fall dann, müssen wir gucken, 2 mal minus 3 minus 6. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Na, so, Beispiel. Nochmal kurz überprüfen. Minus 3 eingesetzt hier ergibt plus 9. Minus 3 hier eingesetzt ergibt minus 6. Und jetzt soll diese Formel hier, diese, die soll jetzt für dieses Beispiel gelten. Also, dann probieren wir es mal aus. Dann ergibt sich die Tangentengleichung von xp, ne, in diesem Fall. Und zwar, das soll ja minus 3 sein, von minus 3, soll wie folgt sein. F' von xp, also minus 6, eingesetzt, lediglich ersetzt, mal x. Minus, und jetzt kommt mein f von x, ne, dieses hier, minus 9. Ich werde das in Zukunft wieder in normaler Farbe machen. Also das ist jetzt bloß nochmal zur Veranschaulichung. Ich habe hier einfach bloß eingesetzt. Wir können aber Folgendes sagen. In diesem Punkt hier, in diesem Punkt, muss Folgendes sein. Da muss sich etwas ergeben. Und zwar nicht nur t von minus 3, sondern auch f von minus 3. Also f von minus 3 muss in diesem Fall auch 9 sein. Das heißt, dieses und dieses kann ich gleichsetzen. Kann ich also sagen, 9 ist gleich minus 6x minus 9. So, rüber mit der rechten 9, dann lassen wir das x auf der rechten Seite stehen, also plus 9. Dann habe ich hier 18 ist gleich minus 6x. Ich teile durch minus 6 und es ergibt sich minus 3. Minus 3 ist dieses x. Und zwar das x nur bezogen auf die Tangentengleichung.
Aha, also hat es funktioniert. Das könnte ich jetzt noch für andere Zahlen machen. Ich muss bloß eben immer aufpassen, dass ich mir praktisch vorher schreibe, was gegeben ist, nämlich die x-Koordinaten eines ganz bestimmten Punktes, dann f von x dafür ausrechnen und auch die Steigung in diesem Fall von der Tangente für diesen Punkt ausrechnen. Dann habe ich schon mal was gekonnt. Ist insofern ganz interessant, weil ich mache mal schon einen Ausblick. Es wird sich Folgendes ergeben. Wir können den Brennpunkt errechnen und auch dafür werde ich eine Gleichung aufstellen, aber das kommt dann im nächsten Video. Das heißt also, wir müssen dann mit der normalen noch umgehen und können dann ausprobieren, ob das auch für, ob diese Konstruktionsmöglichkeit auch wirklich dafür funktioniert, den Brennpunkt zu errechnen, was ja eigentlich nur eine Art y0 von einer normalen ist. Nochmal zur Erinnerung, die normale steht immer senkrecht auf einer anderen Linie, in diesem Fall auf der Tangenten. Das heißt also, wenn wir uns das hier nochmal angucken, ist mathematisch damit, naja, zumindest belegt, ich möchte mit dem Wort Beweis nicht ganz so schnell umgehen, ist mathematisch belegt, dass die Tangentenkonstruktion ganz einfach funktioniert. Tangentenkonstruktion ist also einfach. Erstens durch den Punkt, wo ich die Tangente anlegen will, durch P eine Senkrechte ziehen. Eine Senkrechte, die aber parallel, also die gleichzeitig parallel, die parallel zur Spiegelachse ist. Eine Senkrechte ziehen. Dazu senkrecht. Na, machen wir es so. Dazu senkrecht. Also dazu meine ich jetzt zu dieser Senkrechten eine Linie, die durch den Scheitelpunkt geht. Ziehen. Und wenn ich das jetzt habe, dann wird es noch ein bisschen besser. Dann die Strecke von Scheitelpunkt bis zu meinem rechten Winkel. Ich mache das jetzt mal so. Diese Strecke halbieren. Und durch den Halbpunkt und P Tangente ziehen. Tangente malen, schreibe ich mal so. Ja, ich hoffe, das war Gedankenanregung erstmal. Um dann letzten Endes davon ganz sicher auszugehen, wir haben ja den mathematischen Nachweis erbracht, dass das auch richtig ist. Das geht wirklich für alle möglichen Tangenten. Dass sich dann aufgrund dessen, dass sich hier solche Verbindungen ergeben zur ersten Ableitung und so weiter und so fort, dass das dann eine weitere Basis ist, um zu sagen, und jetzt probiere ich das noch aus, wie kann ich den Brennpunkt wirklich ermitteln? Und der lässt sich, und das zeige ich nochmal ganz kurz, der lässt sich dann wieder durch diesen Halbpunkt und durch den, naja, und senkrecht dazu, durch den Halbpunkt habe ich die normale und wenn ich die habe, dann habe ich automatisch den Brennpunkt. Das geht für alles möglich, aber das machen wir dann später im zweiten Teil. So, ich hoffe, es hat erstmal einiges an Gedankenanregungen gebracht. Ich höre an der Stelle erstmal auf.